herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality in einer neuen Woche. Und ich muss erstmal hier, oh, da ist schon einiges los hier. Kann ich hier, komm mal durch. Ja, danke. Ich muss gerade mal gucken, ob der Händler da ist. Ups. Ah, da ist, steht er ja. Hallo. Servus, Hans-Peter. Mhm. Also ich muss sagen, deine Bäume hier müssen auch noch mal weg. Weiß nicht, was du da gemacht hast. Ja, ist ein bisschen schief gelaufen, auch wegen der Seilwinde, dass es ist. Ja, vielleicht kannst du mir nächste Woche noch mal einen Auftrag geben. Mhm. Okay, du, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt hast, du warst ja letzte Woche auf Schulung. Ja. Ende letzte Woche. Aber der Hofer hat meinen Traktor demoliert. Also der ist da voll mit seinem, ich weiß gar nicht, was hat er denn gehabt? John Deere oder Fendt voll dagegen gebrettert. Guck mal, mit die linke Seite ist voll am Arsch. Guck mal. Der ist total gegen das Führerhaus gebrettert. Das hängt irgendwie, hängt's rum. Sieht nicht gut aus. Ich bin ja froh, dass der Auspuff auf der anderen Seite sitzt, gell? Das wäre echt. Vielleicht sogar explodiert, wenn er hier wäre. Ja, zumindest der Cut hätte vielleicht eins mitgekriegt. Ah, es wird echt schon ganz schön teuer, ne? Ja. Das muss er zahlen, also. Denk mal so 15.000 Minimum. 15 mindestens. Okay. Minimum, also ist es. Kannst du das reparieren? Das ist das. Nee, das macht mein sozusagen Kollege, der Herr Racex, der macht die Reparatur. Ach, der Jürgen, okay. Ja gut, dann muss ich den mal anrufen. Ja. Okay. Gut, dann würde ich erstmal mich vom Acker machen. Schade. Wie gesagt, wenn du mal hier deine Bäume loswerden willst, sag Bescheid. Nächste Woche, habe ich gehört, gibt es auch wieder die, die Typhoon. Die ist dann wieder im Angebot mit einem general überholten Seilzug. Okay. Also der müsste nächste Woche wieder funktionieren. Okay, dann können wir mal gucken. Jo, genau. Okay, gut, dann bin ich schon mal weg. Ja. Ciao. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja. Okay, der will nicht mit mir reden. Hallo? So. Herr Varuna? Hallo. Ja, moin. Wer sind Servus. Sie denn? Ja, ich bin der Klaus Jäger. Ah, Sie sind aber nicht von Beruf Jäger. Nee, sicherlich nicht. Na, ich bin stellvertretender LU-Chef. Ah, zum LU gehören Sie. Von mir hat man leider nichts gehört, weil ich im Urlaub war, 4 Wochen, Amerika. Okay, im Moment. 2 Wochen Rest. Ich weiß gar nicht, weshalb kommt denn der nicht rüber? Der Reinhard fährt gerade weg, der will, dass ich ihn anrufe. Der schätzt komisch. Ja, ich rufe den mal gerade an. Oh Gott, den armen Hans-Peter überfahren. Tschüss. Ich habe schon wieder aufgelegt, also was soll ich denn hier anrufen, wenn Sie nebendran stehen? Ja. Kommen Sie mal von der Straße, Herr Bürgermeister. Eigentlich auch blöd. Oh ja, haben Sie recht. Also, es geht und zwar darum, ich habe erfahren mit dem Unfall. Die Polizei, es liegt ein Haftbefehl vor, die sackt die Leute ein, also die beiden Verbrecher da. Das ist gut. Jetzt geht es nur darum, was haben Sie sich vorgestellt? Also, wollen Sie Schadensersatz klagen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte 3 Stunden Arbeitsausfall, macht pro Stunde 200. Also, Sie hatten 3 Stunden. Stunde 200, genau. Und dann hätte ich in der Zeit mit Sicherheit, also mit Sicherheit noch 3.000 Euro verdient. 3.000 Euro noch mehr, okay. Und jetzt bin ich gerade mal am Klären, ich muss dann gleich mal den Jürgen Racex anrufen, dass der mir hier das Gutachten für den Traktor, für die Reparatur macht. Weil den wollte ich eigentlich, den wollte ich zu ihm bringen. Nee, Quatsch, ich wollte das. Ich habe erfahren, da ging es um ein Auto, womit sich der Herr Harry Hofer und der Ding... Der Herr Schmidt. Genau.
wo die sich mit ihrem oder vermutlich ihrem Auto einen Scherz erlaubt haben, das kommt auch noch weg. Also da kommen beide Autos weg und werden halt geprüft, welches denn umlackiert wurde. Sie wollen mein Auto auch mitnehmen? Da muss ja geprüft werden, ob es umlackiert wurde. Okay, wenn Sie also mein Auto suchen, das müsste bei mir am Hof stehen. Das hatte Jürgen letzte Woche Freitag dahin gebracht. Okay, weiß ich Bescheid. Ich sag aber erstmal den Wort. Herr Reinhardt. Oh, tschüss. Ah ja, genau. Kommen Sie nochmal. Herr Stromberger hat ein neues Auto. Oh ja, schicker Golf. Und zwar wollte ich mit Ihnen wegen dem ADR. Naja, tschüssi erstmal. Ja, tschüss. Ciao. So, warte mal, der Jürgen. Hallo? Hallo, ist der Jürgen da? Ja. Du erinnerst dich doch, letzte Woche, da war, da ist doch ach, da bist du ja gerade. So, steige ich gerade nochmal aus und leg auf. Ja. Tschüss. Tschüss. So. Hallo. Hallo, kannst du mir, achso, es geht um meinen Trecker, komm mal mit. Ja. Ich hab Motor laufen, Moment. Der Hofer ist mir doch da reingefahren. Ja, habe ich gesehen, wo ich ankam. Genau, da bräuchte ich mal ein Gutachten, was das ein Schaden ist. Ja. Da muss ich mit dem Hans-Peter sprechen, weil wir haben momentan noch keine Werkstatt, ob ich, solange immer seine benutzen kann, weil hast du momentan was auftragsmäßig zu tun, weil wir müssten bei uns oben stehen auch Fahrzeuge, könntest du benutzen am Bauhof, ein paar Bäume fällen, damit wir die Werkstatt dahin bauen können. Ich muss gerade mal überlegen, ich wollte mir das Haus noch angucken, ich habe noch gar nicht gesehen, was du da für ein Haus hingestellt hast. Dann würde ich sagen, ich gehe mal das Haus angucken und dann fahre ich hoch. Ja. Das ist nämlich oben bei der Kiesgrube da. Steht rechts ein LKW vom Bauhof mit einem Fendt und ich glaube, hier, wie heißen die Dinger für Bäume zu klein machen, da ein Hackschnitt. Ein Häcksler. Ja, genau, die Häcksler. Da steht auch einer, da kannst du das dann reintun und dann da oben den Wald mal ein bisschen abroden. Vor allen Dingen Richtung den Containern und so darüber. Okay, da gucke ich mir das dann mal an. Aber wie gesagt, also dann lasse ich euch den Traktor einfach hier. Ich gebe dem Hans-Peter nochmal Bescheid und du machst das dann. Oder du gibst ihm Bescheid, wie du willst. Ja, ich gebe ihm Bescheid. Ich regel das dann. Dann mache ich ein Gutachten darüber. Ja, er hat gemeint, das sind mindestens 15.000. Also ja, das ist ein nagelneues Fahrzeug gewesen. Ich bin ja ein Laie, aber ich würde eher sagen, das sind so 30.000 bis 40.000. Aber wie gesagt, ich bin Laie. Die Achse ist nicht verbogen, ist alles okay. Hier der Batteriekasten natürlich. Die sehe ich auch schon am Mulcher ein bisschen. Ja, aber der Batteriekasten hier ist natürlich eingedrückt und die Kabine oben. Oh, hier ist verbogen? Ja. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Das ist dann ein Frostschaden. Aber er ist auf die linke Seite draufgefahren. Also die rechte musste nicht begutachten. Linke Seite. Okay, dann ist rechts bestimmt Frostschaden. Ja, das passiert ja. Okay, gut, dann kümmerst du dich. Okay. Ich lauf mal gerade runter. Oder kann ich euren LKW nehmen? Du kannst mein Auto hinten, den roten, gerade nehmen. Okay. Den kannst du gerade benutzen. Gut, dann mache ich das. Den kannst du mir, wenn du zurückkommst, kannst du mir wieder hier abstellen, weil ich wollte den verkaufen, weil ich habe da von so einer Regel, der Bürgermeister hat mir die Tage in der Kneipe von so einer Regel erzählt, dass den Abgasen und irgendwie sowas. Guck mal hier. Ja. Siehst du, was da rauskommt? Hey, wenn ich da noch eine Minute sitzen bleibe, bin ich ohnmächtig. Ja, aber deswegen. Und hier guckt er diese neuen VWs hier an. So einen wollte ich mir dann kaufen. Oh. Okay. Das ist ein schickes Sieht Teil. Sieht ja gut aus. So ein Rot oder so, weißt du? Okay. Ich würde aber trotzdem kurz den LKW nehmen, weil dann blockiere ich dich nicht. Wenn das okay ist. Der Tobias hat sich ja, glaube ich, krank gemeldet oder so. Ja, der ist krank. Klar, kannst du nehmen. Dann nehme ich den. Gut, bis später. Tschüss. Ja, hast du den Schlüssel? Ja. Ja. Okay. Ciao. Ciao. So. Oh.
Okay, der Rückwärtsgang geht da nicht rein. Oh, der stottert aber. Ich weiß nicht, ob das... Was ist denn da los? Ist er auf einem Baumstumpf auf, oder? Jürgen! Ja? Du, steig mal in den LKW ein. Der stottert bei mir unglaublich. Der kommt nicht vom Fleck. Weiß nicht, was da los ist. Bei dir auch? Oh ja. Ich glaube, der ist kaputt. Ja. Jürgen doch. Servus, Sepp. Ich bin nicht Sepp. Hans, Peter. Ja, ihr seid. Der eine heißt Hans. Oh, der klingt aber wirklich nicht gut, hey. Das hast du abgewürgt, glaube ich. Ich probiere nochmal. Hm. Achtung. Ja. Nee. Bevor ich ihn weiter kaputt mache, dann nehme ich doch dein Auto, Jürgen. Der ist gerade nicht hier. Ja, es passt. Jürgen, ich nehme dein Auto, gell? Ja. Oder hast du das jetzt schon verkauft? Nee, warte, ich rede mal gerade mit Hans. Hans? Ja. Kann ich deine Werkstatt so lange benutzen, solange wir oben aber im Bauhof noch keine haben, weil ich ja bin klar. Ausgebildete Mechaniker hier. Ja, kannst du machen. Bitte. Baruna, dann verkaufe ich gerade meins. Dann schicke ich das ins Ausland. Jo, mach das mal. Dann kaufe ich Hans? Ja. Kannst du mir dann hier so ein VW kaufen? VW? In Rot. Ja, in Rot. Im Case Rot, meine ich. Wollte ich den Case haben. Warte. Case Rot kriegen sie natürlich immer Case schnell. Case IH Rot. Moment, den Tagfahrlicht 3. Den VW in Rot. Case IH Rot. Und Tagfahrlicht 3. Ja. Moment. Warum? Ja. Dann kannst du den VW nehmen, ne? Jo, mach ich. Danke. Bis dann. Tschüss. Jo. Ciao. So, gut. Dann warte ich gerade mal noch. Müsste er gleich geliefert werden. Oh, da ist er schon. Oh, das sieht aber schnittig aus, ey. Er wollte nur als erstes mal gefahren sein, gell? Dann fahre ich gerade mal runter. Ich muss mir nämlich das Haus auf jeden Fall mal angucken. So. Oh, der ist aber... Die Servolenkung ist gut. So. Ein bisschen schade, dass die Spiegel so... Ja. Bescheiden sind. Aber ich wollte natürlich einfach mal mein Haus noch angucken. Upsa. Dum, 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 dum. Oh, der geht aber ab hier wie Schmidts Katze, hey. Musst du aufpassen. So, da bin ich schon. Ah, das sieht ja auch natürlich sehr schön aus. Schön, kann ich hier schon... Okay, ja, stimmt, ich bin ja mitten am Tag. Okay, wir sollen zum Jürgen hochfahren. Der hat ja gemeint, er hätte da einen Auftrag für uns. Super. Ich weiß gar nicht, habe ich dem... schon das Geld überwiesen. Muss ich gerade mal nachfragen.
Jürgen. Hi. Ich sollte dich anrufen. Ja, stimmt. Ich bin gerade unterwegs, deshalb ist es praktischer, wenn du anrufst. Ich wollte mal gerade fragen, ob ich dir die Steuer schon überwiesen habe von dem von meinem Haus. Da müsste ich mal gerade auf dem Tablet nachgucken. Es waren irgendwie 5000, daran erinnere ich mich noch. Ja. Also ich muss sagen, dein Auto ist ganz schön flott unterwegs. Ja, das ist, der geht gut vorwärts. Ja, nur schade, die Rückspiegel musst du vielleicht nochmal richten lassen. Ich glaube, das ist herstellerbedingt. Ich glaube, die hast du noch nicht überwiesen. Oh. Ja. Gut, dann mache ich das gleich. Wie viel waren das genau? 5000 waren das. Okay. Gut, mache ich. Jo, merci. Bis dann. Ich habe übrigens schon ungefähr das Gutachten fertig. Ah, okay. Oh, was ist denn hier passiert? Du kannst so mit, also der Harry, ich weiß ja nicht, wer es beschädigt hat. Ich meine, der Harry war es, ne? Ja. Ich meine, das waren, also es wird um die 30.000, 35.000 tatsächlich rumlaufen. Okay. Ja, weil gut, der dann. Hat unten Batteriekasten komplett am Arsch. Ölpfanne ein bisschen. Ja, also so Kleinigkeiten, aber das häuft sich halt, ne? Bei der Stubenfräse ist auch ein paar Zacken abgebrochen. Auf der linken Seite vorne. Und beim Reifen ist die komplette Felge leicht ein. Beide. Okay. Gut. Und das Gewicht hat auch eine fette Beule. Okay. Also es wird um die 30.000 auf jeden Fall sein. Ja. Okay, gut, dann danke schon mal. Mach das fertig und dann schick's bitte direkt an den Bürgermeister, dass er das Geld eintreibt. Ja, ich stell den Traktor unten beim Händler in eine Garage, ne? In so eine Werkstatt halt. Ja, du kannst ihn auch, wenn du willst, mit hochbringen zu dir. Ja, okay. Dann kann ich nachher. Ja, wir machen dann erstmal Abendessen, oder? Ja, dann machen wir mal Abendessen. Okay. Gut. Also, dann sage ich an dieser Stelle mal Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Schaut bei dem Jürgen Race 6 rein und bis morgen. Tschüss.